Aus Respekt vor der Queen Meghan Markle, 36, wird offenbar noch im März in die anglikanische Kirche aufgenommen. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, 62, werde Prinz Harrys 33. Verlobte taufen, berichtet The Sunday Times. Die Zeremonie soll im Kensington Palast stattfinden. Meghan Markles Eltern werden dabei sein. Bei der Taufe sollen auch Meghan Markles Eltern anwesend sein, heißt es. Der Vater der US-Schauspielerin lebt in Mexiko und soll seinen zukünftigen Schwiegersohn bisher nicht kennen. Mutter Doria kommt aus Kalifornien. Dass Markle der anglikanischen Kirche beitritt, ist keine Voraussetzung für die Hochzeit mit dem britischen Royal. Dem Bericht zufolge entschied sie sich angeblich dafür, um ihren Respekt für die Rolle von Queen Elizabeth I als Oberhaupt der Churches of England zu zeigen. Christian Heckel, so geht es Sohn Fabio Tommy Lee, Ex-Mann von Pamela Anderson, Stephanie Giesinger im OP letzte Suits, Folgen mit Meghan Markle werden ausgestrahlt. Herzogin Katharines letzter Solo-Auftritt, Hochzeit unter Palmen, Guido Maria Kretschmer, Ringkauf für die Hochzeit, Mozi Mabuse, versteckt sie hier etwa einen Babybauch? Ist er der neue Mann an Sylvies Seite? Schon wieder Polizeieinsatz bei Heather Locklear. Die Eltern der Braut sollen protestantisch sein, sie ließen sich scheiden, als Meghan 6 Jahre alt war. Die Schauspielerin war später auf einer katholischen Schule. Markle selbst ist ebenfalls geschieden, sie war zwischen 2011 und 2013 mit dem US-Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Prinz Harry und Meghan Markle werden am 19. Mai auf Schloss Windsor heiraten, Spot on News.